Outtake! Bist du ein Arschgesicht. Ups, Kamera weg. Nee, die nicht. Die Arschlochkamera. Na, haben wir ein Auto fertig? Einen wundervollen guten Abend, herzallerliebstes Zuckerschneckenpublikum. Wir haben es Freitagabend nach Feierabend und ich freue mich darauf, euch endlich mal wieder seit langem ein absolut komplett fix und fertiges Projekt vorstellen zu können. Ich war auch heute beim TÜV, natürlich ohne Mängel, alles gut. Und alles Umfangreiche, was wir so erlebt haben mit diesem Auto, die ganzen Instandsetzungsmaßnahmen und alles, kommen jetzt nochmal in diesem Video. Jetzt will ich euch was ganz Besonderes zeigen, was natürlich auch wunderbar in die Zeit passt. Und zwar Der wundervolle Suntester, ne? Der ist ja nun mal auch so von 77, 78 ungefähr. Passt ganz genau zu diesem Fahrzeugalter, ne? Ja. Ja, was wir auf jeden Fall gelernt haben, wir mussten natürlich ganz, ganz tief in die Technik der KE-Tronik einsteigen. Da darf man natürlich wieder nicht KE-Tronik sagen, ne? Der Unterschied zwischen der KE-Tronik und KE-Tronik ist, die KE-Tronik, die hat noch elektronische Bauteile mit dazu, Lambda-Regelung und so weiter. Hier haben wir natürlich noch die erste Generation, die KE-Tronik. Das ist die Einspritzanlage, die nach der DE-Tronik gekommen ist, weil mit der DE-Tronik, die auch schon elektrisch war, waren die Werkstätten alle überfordert. Und dann haben sie natürlich wieder was Mechanisches gebaut, wo die Mechaniker, so hießen die ja damals noch, nicht so überfordert waren, ne? So, wo wir natürlich ganz, ganz überrascht waren, wo wir natürlich auch so ganz viel an Amis schrauben und so. Ja, die sind auch, ich kenne die ja auch aus meiner Jugendzeit noch so, aber ja, man vergisst ja auch vieles, ne? Aber wir sind natürlich Ami verdorben und hier hat man natürlich die Überraschung, dass das alles so mega typisch, absolut deutsche Gründlichkeit, sämtliche Anweisungen hier auf dem Ventildeckel stehen, ne? So, jetzt guck mal her. Hier steht alles ganz genau drauf, wie wir alles einstellen müssen und das zeigen wir euch jetzt auch gleich nochmal, ganz genau. Aber von Anfang an, das Auto hat ja, wie gesagt, 35 Jahre lang in einer beheizten Garage gestanden und ist ja damit, lass mich doch mal vorbei, Mann, das ist alles so eng. Energie. Ne? 35 Jahre lang in einer beheizten Garage gestanden und ist natürlich deswegen im absolut außer überdurchschnittlich mega wahnsinnigen Zustand, den es eigentlich ja auch überhaupt gar nicht gibt, weil ihr müsst euch auf der Zunge zu gehen lassen, dass dieses Fahrzeug natürlich die 123er erste Serie ist, die glaube ich von 1976 bis 78 glaube ich auch nur gebaut wurde, ne? Bis 78. Keine Ahnung, muss Serie 0,5 oder so heißt die ungefähr. Das war natürlich das Schlimmste, was es überhaupt gab. Die konnte man nach 5 Jahren ja meistens dann schon zusammenfegen, ne? Und das ist bei diesem Auto nicht der Fall, weil A, nur 7 Jahre, 8 Jahre ungefähr auf der Straße gewesen, dann nur im Sommer bewegt gewesen und der erste Besitzer und der einzige Besitzer des Fahrzeugs auch Kfz-Meister war und hatte natürlich auch überall gewachst. Wie verrückt, ne? Das sieht man. Da oben geht's gut drin, ne? Okay, wir haben angefangen. 35 Jahre gestanden, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Wir haben versucht, das Auto so zum Leben zu erwecken. Hat auch funktioniert. Wir haben die Kraftstofffördereinheit neu gemacht. Werde ich gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Dann haben wir ihn, ist in den alten Videos eigentlich so auch zu sehen. Da mussten wir den Motor 5-6 Mal spülen. Haben natürlich vorher die Wasserpumpe erneuert. Dann haben wir das Thermostat erneuert. Dann haben wir einen ganz neuen Kühler reingebaut. Und Zündanlage, Zündkerzen, Zündkabel, alles haben wir erneuert. Kappe, Finger natürlich, selbstverständlich auch. Und die komplette Kraftstofffördereinheit natürlich. Ja, heb mal hoch. Das ist der Hammer. Der TÜV-Prüfer, der hat die Radkappe abgezogen, um sich die Bremsbeläge anzugucken, ob die noch dick genug sind. Von innen siehst du es nämlich bei dem nicht. Und da fällt einem natürlich auch auf, was es eigentlich überhaupt gar nicht gibt. So, guckt ihr euch das mal an. 44 Jahre alt. Der Zink ist noch auf den Schrauben drauf und sogar die Farbmarkierungen, ne? Hier auf den Felgen, der originale schwarze Lack. Kein Rost. Naja, wenn da schon kein Rost oder Flugrost oder so dran ist, ne? Wie soll dann woanders auch was dran sein, ne? Oh, ist eine Spange abgeflogen? Ja. Ja, das passiert gerne mal. Dann machen wir es wieder dran. Ja. Ja, heb mal weiter hoch.
Ach, wir müssen auch unter die Kraftstoff-Fördereinheit die Plastikverkleidung noch bauen. Ja, ne? Die habe ich noch nicht aufgebaut, weil wir es ja noch filmen wollten, ne? Ja, ja, genau. Ja, TÜV und die Abgasuntersuchung heute ohne Mängel bestanden, das gute Stück. So, hier haben wir die Kraftstoffpumpe neu gemacht, den Filter neu gemacht, die ganzen Schläuche. Da haben wir, da oben kommt der Schlauch, gib mir mal bitte eine Lampe. So, die Schläuche oben habe ich natürlich auch alle erneuert, die habe ich mir alle nachbauen lassen bei Hansaflex hier. Und den Schlauch da oben, wenn ihr da guckt, da geht es direkt in den Tank. Und das war die nächste Überraschung. Genau, das normalerweise, wenn man so ein Auto 35 Jahre steht, so, der Tank war auch noch leer, der war noch komplett leer. Wenn man da in den Tank guckt, ist der normalerweise komplett von innen völlig verrostet. Und hier sind wir mit der Kamera reingegangen und da war gar nichts. Der war ganz trocken und von innen Zink, alles wie neu. Also konnten wir uns das auch sparen. Also haben wir schön neue Schläuche dran gemacht, haben neuen Kraftstofffilter reingemacht, eine neue Kraftstoffpumpe reingemacht, die war natürlich fest, alles schön. So, dann haben wir ihn versucht laufen zu lassen und Kaltstart, er sprang grundsätzlich immer nicht an. Das heißt, man musste immer ganz, ganz lange orgeln. Damit fing die Misere an, dass wir eben halt unsere Kaltstartprobleme nicht in den Griff gekriegt haben und es ewig gedauert hat, bis er irgendwie ansprang und mussten wir uns natürlich da ganz tief reinarbeiten. Leute, ja, ich habe mit der Kajetronik schon zu tun gehabt, kenne mich in den Grundzügen auch damit aus, aber vieles vergisst man natürlich auch, ne? Wenn man jetzt hier die ganzen modernen Einspritzanlagen alle grundsätzlich immer nur macht oder ganz viele Vergaser auch und alles, ne? Und muss man natürlich dann immer wieder von vorne anfangen, ne? Ja, letzten Endes ist dieser Druckspeicher hier oben, der ist kaputt gewesen und zwar hat der eine Membran drin, ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Ausgleichsbehälter von Heizung, kann man ungefähr sagen, ne? So okay, funktioniert ja. Das, ne? Die Pumpe baut einen Druck auf von, ich glaube, maximal 5-6 Bar und hier, der Druckspeicher hat die Aufgabe, immer 3,5 Bar auf dem System zu halten, dass er, wenn er startet, auch gleich direkt Druck anliegt an den Einspritzdüsen, damit er natürlich auch anspringt. So, und dann ist natürlich hier das da hinten schon rausgelaufen. Bei dem alten, da ist natürlich die Membrane durch vom Stehen. So, die restlichen Geheimnisse der Kajetronik zeigen wir euch jetzt. Ganz unten in den Tiefen des Motors, da ganz unten in der Ecke, sitzt der sogenannte Warmlaufregler. So, und der Warmlaufregler, der regelt grundsätzlich den sogenannten Steuerdruck. Es kommt, ihr müsst euch vorstellen, es kommt nur Druck einmal von hinten von der Kraftstoffpumpe. Und der Druck teilt sich auf in den Systemdruck, in den Betriebsdruck und in den Steuerdruck. Der Steuerdruck, der ist quasi unterhalb der Stauscheibe und der Systemdruck ist oberhalb der Stauscheibe. Über den Steuerdruck, der hier anliegt, wird alles gesteuert. Das Gemischverhältnis über den gesamten Lastverlauf. Und das regelt alles komplett der Warmlaufregler. Den mussten wir natürlich ausbauen, den haben wir komplett überholt. Da gibt es Gott sei Dank Überholsätze für. So ein kompletter Warmlaufregler kostet mal eben eine Kleinigkeit von 1200 Euro, haben wir aber selbst überholt. Der funktioniert wieder ganz einwandfrei, ganz genau. Die Steuerdrücke und die Systemdrücke haben wir auch geprüft. Die sind beide super in Ordnung. Und zwar ist es so, wenn der Motor kalt ist, ist der Steuerdruck irgendwo bei 0,5 Bar nur. Und der Betriebsdruck irgendwo bei 3,5 Bar und dadurch geht die Stauscheibe leichter auf, geht weiter runter, wenn man nur wenig Gas gibt oder im Standgas. Und dadurch erhält er im kalten Zustand fetteres Gemisch. So, und wenn er warm wird, gleicht sich das aus, dann sind quasi das Potenzial auf beiden Seiten unterhalb der Stauscheibe und im Betriebsdruck gleich. Und dann reichert er ganz normal an und macht ganz normal das Gemisch, so wie es im normalen Betriebszustand auch erforderlich ist. So, als nächstes hatten wir die Überraschung, dass hier oben ein elektrisch angesteuertes Einspritzventil drin sitzt. Das ist das sogenannte Kaltstartventil, ganz genau. Jetzt die Frage ist, warum öffnet dieses Kaltstartventil nicht? Dazu muss gesagt sein, dass dieses Kaltstartventil über Klemme 50 angesteuert wird. Klemme 50 ist die letzte Anlasserposition. Das heißt, ihr dreht den Schlüssel ganz komplett rum und dann erst bekommt das Kaltstartventil seinen Strom. Aber noch keine Masse, denn die Masse von diesem Kaltstartventil, die wird gesteuert hier von dem sogenannten Thermozeitschalter. Und zwar sitzt der hier, jetzt mal Lampe, der Thermozeitschalter und den kann man prüfen. Der hat die Aufgabe, halt mal ein bisschen Lampe, so, der hat die Aufgabe, wenn der Zündschlüssel in der letzten Position ist, die Einspritzdüse mit anzusteuern und zusätzlichen Kraftstoff mit einzuspritzen, damit das Auto startet. Genau, bis 35 Grad. Genau. Ab 35 Grad öffnet er hier die Masse
Oder wenn man 8 Sekunden lang startet. Und deswegen heißt es auch Thermo-Zeitschalter. Da kommt Strom drauf, der quasi den erwärmt. Entweder sind 8 Sekunden rum oder er hat 35 Grad und dann schaltet der es nicht mehr durch. Dass das Ventil, also im warmen Zustand, wird das Kaltschaltventil nicht angeregt. Und wenn man 8 Sekunden lang gestartet hat, wird es auch nicht angeregt. Dieses Ventil wird jetzt irgendwie schon seit, keine Ahnung, 10, 15... Hast du den originalen Karton noch? Ja, den zeig mal her, der ist wichtig. Der wird irgendwie schon seit, keine Ahnung, 15, 20 Jahren nicht mehr hergestellt. Und man kriegt dieses Ventil nicht mehr. Jetzt kann man irgendwie... Jetzt kann man irgendwie gucken, dass man irgendwas Neueres nimmt, was irgendwie da reinpasst. Aber dann muss man den Stecker auch wieder umändern und umlöten und sowas alles. Und das wollte ich alles vermeiden. Also so einen Thermozeitschalter gibt es eigentlich nicht mehr. Ich habe hier glücklicherweise in Holland noch bei einem Mercedes-Vertragshändler einen nagelneuen gefunden als Lagerware, der noch im Lager gelegen hat. Und den habe ich auch schnell gekauft. War auch nicht ganz günstig. Ne? Ich glaube, neu haben die mal gekostet. Weiß ich nicht. Ich glaube 200 Euro oder sowas, ne? Oder? Der Karton war total wichtig. So, nachdem wir jetzt eine halbe Stunde den original alten Mercedes-Karton von dem Thermo-Zeitschalter gesucht haben und damit relativ erfolglos waren, dumme Suchbilder irgendwo. Komm, lass ein, Junge! Weg ist weg! Ist ein originaler alter Mercedes-Karton, ein altes Mercedes-Ersatzteil. Weg. So, neuer Thermo-Zeitschalter. Was denn? Das kommt in den gleichen Karton wie mein Mercedes-Stern für mein 211er. Ach so, okay. Also, alter Mercedes-Karton, neuer Thermo-Zeitschalter. So, und damit hatten wir dann das nächste Problem beseitigt, dass er quasi direkt kalt eingespritzt hat und genug Druck direkt zur Verfügung hatte, weil der Druckspeicher eben heile war. Dann kommt das... Dann ging es weiter, dann hatten wir noch das Problem, dass der Instandgas einfach viel zu hoch lief. Und das wollen wir jetzt zeigen. Jetzt kommen wir auf unsere Plakette. Und zwar, dass hier alle Einstelldaten komplett ganz wundervoll draufstehen. Ist überhaupt gar nicht so furchtbar kompliziert. Und zwar stellt man die K-Jetronic hier oben ein, indem man die Schraube einstellen kann, wie weit das Stauscheibenpoti sich öffnen soll. Hier ist eine Imbusschraube drin und damit kann man das einstellen. Wenn die verstellen, jetzt läuft der Rad so geil. Ja genau, nein, nein, wir haben alles perfekt eingestellt. Ne? Umso weiter die zugeht, umso magereißer und umso weiter man die offen stellt, umso fetter ist das. Das zeigen wir euch gleich beim Laufen auch. So, dann haben wir hier unten noch eine Luftbypassschraube. Die seht ihr hier unten. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, hier unten sieht man die. Dann haben wir noch des Weiteren das Problem, dass er dann im Standgas zu hoch gedreht hat. Also wir konnten ihn hier an Bypass runterstellen. Hier hatten wir ihn im CO richtig eingestellt. Und dann mussten wir natürlich noch die Zündung kontrollieren, weil natürlich der Zündzeitpunkt auch noch einen Einfluss auf die Leerlaufdrehzahl hatte. So, und jetzt zeigen wir euch mal, wie wir den mit unserem wundervollen Sandwester... Warum ist das Licht schon wieder aus? Weil der ganze Zeit brummt und das hört man die ganze Zeit auf die Kamera. Okay. Das ist doof. Jetzt zeigen wir euch mal... Hier, hör. Ja, das ist ganz auf Kamera. Wie so ein alter Kühlschrank, ja. Ne? Jetzt zeigen wir euch mal, wie wundervoll das hier alles funktioniert. Baujahr identisch mit unserem schönen Sandtester. Ja, Richie, schmeiß mal an das gute Stück. Oh, wow. Der Riesen liegt noch ein bisschen. So, jetzt hat er das Leerlaufdrehzahl wieder etwas minimal angehoben, weil er wieder den Warmlaufregler auf wieder eine etwas tiefere Temperatur. Das geht gleich runter. Warmlaufregler kriegt Temperatur. Ihr habt es aufgepasst, dass der Steuerdruck höher kommt und genauso hoch ist wie der Betriebsdruck, Systemdruck, und dann ist der Druck auf beiden Seiten auf dem Niveau gleich und dann passt das auch. Ne? Und auch wieder dafür. Wir haben ihn jetzt ganz, ganz perfekt eingestellt. So, hier können wir ihn jetzt ablesen. Ihr seht jetzt hier ganz genau, dass er bei 750 bis 850 Umdrehungen 0 Grad VOD haben muss und bei 3000 Umdrehungen 32 Grad VOD durch die Zündungsfassung. Guck mal, kann man sehen? Man kann es sehen, wenn man genau hinguckt. Genau.
zoom das mal ein bisschen ran. Ich hab das mit dem Kamerateil. Ja, ich weiß nicht, ob man so auf Kamera sieht. Man sieht es auch mit Auge schon genau, ganz genau, dass er auf Null ist. Der Strich mit dem unserer schönen Teleskop. Ja, was auf Null? Jawohl. So, jetzt kann man auch sehen, verstellen wir mal ein bisschen, wie der wandert. So, jetzt gehen wir auf 3000 Umdrehungen. Nur noch 32 Grad. Ich bin jetzt auf 32 Grad. Haben wir alles in Griff und fachmännisch repariert und ich denke, der neue Besitzer, der kann sich wirklich freuen. Das ist ein unglaublich einmaliges, jungfräuliches, gut durchrepariert, professionell durchrepariertes Auto zu bekommen. Ne? Ja, was müssen wir jetzt noch machen? Putzen. Putzen. Ja, wir haben natürlich auch schon. Wir schmeißen nochmal Öl raus, wir machen nochmal Kühlwasser neu. Genau, wir haben ja das Kühlsystem 3, 4, 5 Mal gespült, weil es war ziemlich verflockt innen drin. Alles da war unglaublich viel los. Das mussten wir so oft spülen, dass die Zirkulation insgesamt auch gut da war. Ne? Ölwechsel und Öl schmeißen wir nochmal raus. Genau. Kühler, wie gesagt, alles Wasserpumpe, alles ist ja sowieso neu. Zündanlage ist ja sowieso alles neu. Flüssigkeiten draußen gut ist. Ja, genau. Ja. Ach, den TÜV-Bericht habe ich noch gar nicht gezeigt. Zeig mal her, der liegt da hinten. So. Ja, ja, genau. Ach ja, da hatten wir auch noch ein Problem mit der Niveauregulierung. Da war ja der Regler auch fest, deswegen hing er ja so im Arsch. Da war auch ein bisschen wenig Öl drauf. Entlüften mussten wir das noch. Und alles eigentlich soweit ganz gut. So, komm mal raus da. Sitzt gerade so bequem, ne? Ja. Im Opa-Auto. So. Gucken wir mal auf den TÜV-Bericht hier. Ohne festgestellte Mängel. Paragraph 23, das ist die H-Abnahme. Hier haben wir die Abgasuntersuchung, hatten wir ja gut eingestellt. Unser CO-Tester funktioniert gar nicht mehr richtig, ne? Ich glaube, der ist einfach zu alt, der funktioniert nicht mehr. Was? Der CO-Tester, ne? Nee, CO 1,5 bis 2,5 habe ich bei unserem TÜV, bei unserem GTÜ eingestellt. Deswegen läuft er auch so gut. So, Original, Oldtimer, alles gut. Zugehörige Abweichung, Originalzustand keine. Das Auto ist ja wohl auch mehr als original, ne? Guckt euch mal an diese Sitze an, ne? Sitze, Lenkrad vollnarbig, das hier, das ist der Wahnsinn. Schaltknauf, alles wie neu. Und vor allem, was ganz selten beim 123er ist, dass Dashboard nicht gecrackt ist. Ne? Dass da quasi keine Risse drin sind, weil das passiert ja immer oft von der Sonne, dass das eben halt irgendwie immer rissig wird. Ja, Fahrzeugbrief. Muss ich mal eben die Halter zuhalten. Oh, ich habe schon die geile Handschuhe gezeigt, die könnte ich nicht mehr verklagen. Die. Entschuldigung. Das stimmt. Also die Halter, die können mich definitiv nicht mehr verklagen. So. Einmal in der Familie umgeschrieben. Der erste Besitzer ist 1915 geboren. Und dann ist er auf die Ehefrau umgeschrieben worden. Die ist 1919 geboren. Die wäre jetzt auch schon 101. Ne? Ja. Beides der gleiche Name. Einmal der Mann und einmal die Witwe. So, abgemeldet worden ist er ein einziges Mal, und zwar 1988. Ansonsten nur umgemeldet worden. Hier vom Besitzer auf die. Sie verklagen uns nicht mehr, ne? Ja, jetzt alles schön, jetzt alles schick. Ein Abschlussvideo gibt es nochmal in der freien Wildbahn, wo wir mit dem Auto fahren und so ein paar Fahrberichte
noch zeigen. Und dann, ja, wenn sich von euch Zucker schmecken. Alter, guck mal in Ruhe. Wenn sich von euch Zuckerschnecken keiner meldet, der das Fahrzeug haben möchte, für den Komplettpreis von 25.000 Euro, dann setze ich ihn jetzt irgendwie nächste Woche bei eBay rein und dann wird er versteigert. Keine Ahnung, Anfangsgebot 20.000 Euro, obwohl 20.000 Euro habe ich ja auch schon 10-mal geboten bekommen für das Fahrzeug. Meine Wunschvorstellung bzw. meine Vorstellung sind ja 25.000 Euro und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, meldet euch, wenn nicht, haue ich noch bei eBay rein und dann könnt ihr auch beobachten, wie es mit dem wunderschönen Fahrzeug weitergeht. Ja, wir können ja noch mal ein bisschen zeigen. Ja, guckt euch das an, gefällt das. Ist schon eine ungewöhnliche Farbkombination, ne? Weiß mit diesem Grün ist schon krass. Ja, jetzt machen wir noch so ein paar Ecken sauber, dass das Gummi alles nochmal schön schwarz und so, dass der wirklich aussieht wie vom Werk. Ne? Das finde ich bei dem Auto schon wirklich wichtig. Herrlich. Es hat aber auch alles gepasst. Bremsen, Licht, alles hundertprozentig gepasst für TÜV. Alles, die Antenne, die muss man noch ein bisschen gängig machen. Die ist ein bisschen, ja, Mission complete, würde ich mal sagen. Ne? Auto ist endlich fertig. Wann haben wir den gekauft? 9 Monate? 8-9 Monate ungefähr. Ja. Oh. Ja, kommt so langsam. Dass man nicht immer nur die Kassetten da hören muss. Immer schön einwirken. Ich kann mich auf dem Auto überhaupt gar nicht satt sehen. Ich hoffe, euch geht es genauso. Steht natürlich hier die Ameise im Weg. Wundervoll. Vor allem die Überraschung ist, ich habe mal so ein bisschen geguckt wegen Stoßstangen und Stoßstangen-Ecken und allen drum und dran. Gebt mal einen Tipp ab. Das sage ich im nächsten Video. Ach nee, ich sag's jetzt. Scheißegal, ich will euch nicht immer so auf die Folter spannen. Die Stoßfänger für den 280e, ach, das ist ja sowieso überhaupt der große Unterschied, dass alle 123er Mercedes den normalen Stoßfänger haben, bis ungefähr bis hierhin. Und dann haben sie hier so eine Kunststofflippe nur dran. Ne? Nur die Coupés, 123er Coupés und der 280e hat die Chromstoßfänger, die über die Ecken rumgehen. Das sind auch genau dieselben. Ja. Der Stoßfänger vorne, Teil, Mittelteil, Seitenteil, anderes Seitenteil kostet 4.998 Euro, aber schon inklusive der Mehrwertsteuer. Das muss man sich mal vorstellen. Also ein 123er ist wirklich ein absolut echter, rarer Oldtimer geworden und so ein absolut ungeschweißten Originalzustand und hier nie irgendwie Wasser gesehen und so. Gibt es sowieso nicht. Für mich in meiner Generation, ich sage ja, ihr wisst es ja, ich bin ja 47, ist das eigentlich gar nicht so ein richtiger Oldtimer, weil wir mit den Autos groß geworden sind. Ne? Aber hier für die Jungs, ihr habt doch schon kaum welche im Straßenbild mehr gesehen, oder? Meine Oma hat ein Ding gehabt. Ja? Ja. Ja, aber es ist wirklich, wie gesagt, selten. Heute sieht man eigentlich gar keinen mehr. Ne? Meine Mutter hat auch so ein Ding. Ja? Ja, ich kenne die. Ja, aber der war wahrscheinlich auch in. Der war komplett Nullausstatter. Ja, und der war auch vor 20 Jahren bestimmt auch nicht mehr in dem Zustand, wie der jetzt hier ist. Ne? Ja, wundervoll. Ja, was haben wir denn sonst noch zu tun? Ach ja, genau, hier hinten die Buchse aus der Gasbestätigung, die fliegt immer raus. Dann fährt man und man kann nur noch 10% Gas geben. So Kleinigkeiten, das müssen wir noch machen. Das müssen wir noch fixen da hinten, diese Lagerung von diesem wahnsinnigen Gasgestänge. Aber das gibt es doch gar nicht mehr. Ansonsten ja. Putzen, putzen, putzen. TÜV hat er jetzt alles neu. Und Flüssigkeiten noch ein bisschen gucken, machen, tun. Frostschutzmittel ordentlich drauf. Ne? Ja, und mit diesem Video entlassen wir euch jetzt mit diesen Ausblicken ins Wort. Das ist so blöd, man kann hier so blöd filmen. Irgendwie. Das müssen wir mal nachher vormachen, schön. Ja, wir müssen noch mal ein Fahrvideo machen, ne? Richtig. Ich fahre jetzt auch. Fährst du nach Hause? Ja. Und ich kann das Video alleine zu Ende schneiden? Nee, ich habe doch gesagt, Wochenende für die Leute. So. Ja, überall stehen Hebel, Grün und Hindernisse und man kann das Auto gar nicht richtig sehen. Ja, ich denke, er ist wirklich einmalig und ich denke, für denjenigen, der das Geld irgendwo auftreiben kann, ist es eine wahnsinnig gute Kapitalanlage und ein wirklich einmaliges Auto, was er erwerben kann. Ne? Ich habe so viele. Ich habe ja oben den ganzen Stall voll Oldtimer stehen und hier noch so viel und dann den ganzen Kram alles und die Baustellen und so. Ich kann nicht jedes Auto einfach behalten. Und ich habe auch nur einen Arsch, mit dem ich mich in ein Auto setzen kann. Ne? Und deswegen ist es eben halt unser
neben Beruf, neben Hobby euch zu belustigen und euch und auch schöne Oldtimer fertig zu machen und nachher an euch wieder zu verkaufen. Ich habe die Fußmatte schon wieder so richtig getreten. Das war alles so schön sauber, ne? Oh, ich bin ja so eine Sau. Okay, Dürmchen, Feierabend? Feierabend. Ja. Lass mal drin schlafen. Ja, und ich gehe jetzt hoch. Ich will gar nicht aufmachen die Kamera, weil das einfach alles so schön ist hier in dem Auto. Richie, sollst du mal einen Abspann machen? Du bist so ein Arschgesicht. Das war doch ein guter Abspann. Also, tschüss. Ein gelungener Abspann. Abonnieren, Daumen nach oben. Sag doch mal tschüss. 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 So, Abo tschüss. Abo da lassen und gefällt mir drücken und was nicht alles. Und ein Video gibt es für euch noch, ein Fahrvideo. Falls nicht mir einer morgen das Geld schon überweist, gibt es noch ein Fahrvideo. Und dann zeigen wir euch nochmal in freier Wildbahn. Macht's gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Thank you.